jetzt mache ich den hier erstmal weg. Der nervt ganz schön. Oh, ist ja auch der letzte. Natürlich, der braucht ja auch am längsten zum Ausschalten. Man kann ihn ja immer nur entweder komplett ausschalten oder gar nicht. Außer vielleicht mit einer Kombo. Hast du ihn gefunden? Ach so, das ist Batmans Gürtel. Ah, ich denke mal, jetzt kommt man dann zu dem Part, wo man Batman spielt. Oder? Behalt einfach nur den verdammten Bereich im Auge. Ich will nicht, dass diese Irre da rauskommt, klar? Harley Quinn. Ach, wie hast du das erraten? Ihre Schläge haben meine Jungs in einen Hinterhalt gelockt und zum Stahlwerk geschleift. Wir kommen nicht ran. Ich erledige das. Bist du sicher? Du weißt, dass sie dir die Schuld gibt, oder? Könnte eine Falle sein. Ziehen Sie sich zurück, damit es keine Verletzten gibt. Ich übernehme den Rest. Du siehst furchtbar aus. Okay. Armer Batman wird hier voll beleidigt, ey. Okay, ich dachte, der könnte da einfach ganz normal rauf und dann laufen, aber ich denke mal... Okay, jetzt logisch. Geh ich mal nach oben, ich will mal wissen, wo man hierzu hin kann überhaupt. Das wird ganz normal in Arkham. Ja, man ist ganz normal in Arkham. Oder? Ah, man hat den eingegrenzten Bereich, ich merke schon. Dann gehe ich mal. Ich habe keine Lust, jetzt vor Snipern wegrennen zu müssen. Beziehungsweise mich irgendwie jetzt da vorbeischleichen zu müssen. Okay, ich denke mal, ich muss. Mal sehen, da ist ein Sniper. Ich werde einfach erstmal die beiden Snipers da ausschalten und dann mal gucken. Ach Gott, dann mach's halt so. Ich wollte irgendwie nicht ausschalten, dann mache ich das so. Ich muss den anderen vielleicht nicht mal ausschalten, ich kann einfach gehen, oder? Wieso Gleittritt? Ach so. Vorsicht, Batman ist hier! Perfekt, perfekt. So, jetzt mal gucken. Was haben wir denn hier so noch? Durchaus noch den einen oder anderen. Ja, ja, ich bin hier, aber ich werde mich nicht so leicht erwischen lassen. Hm, leider will er ihn. Naja, logisch, da ist auch was davor. Sie haben mich auf jeden Fall wieder verloren. Ich bin ja auch gekonnt weg. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt sind es ein bisschen viele Leute geworden. Jetzt sind die nämlich hier alle. Das heißt, ich muss auf jeden Fall abwarten, bis irgendwas passiert. Den hier könnte ich rein theoretisch. Den hier könnte ich mir doch schnappen. Und hoffen, dass der sich jetzt nicht umdreht. Ah, so ist sogar noch besser. So machst du es mir einfach. Oh, fuck. Ah, gut, der musste. Ah, Mist. Er hat mich gesehen. Aber es ist nicht so schlimm, denn... Er hat mich auch schon wieder verloren. Doppel ausschalten? Nee. Wird nicht klappen. Okay. Den hole ich mir. Und jetzt ist eh nur noch einer da, den kann ich eigentlich
Den kann ich eigentlich auch mit einem Freeze-Schuss frontal angreifen, zur Not. Muss ich jetzt nicht mehr anstrengen. Hier. Super. Na egal, hier. Hau ihn. Geht doch. So, okay. Jetzt mal gucken. Wo kommt man denn hier wieder rein? Das vergesse ich beim Stahlwerk eh immer. Ist da immer noch das Loch drinnen? Wahrscheinlich, oder? Ich meine, würde mich wundern, wenn die das repariert haben. Nur es ist immer das, ich muss das Loch nur wieder finden. Und im Finden von Dingen bin ich nicht gut, aber da ist es. Hahaha. Okay. So, jetzt mal gucken. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Leute befreien, die die Harley Quinn wieder gefangen genommen hat. Und ja, ich denke mal, während man das macht, wird man dann wahrscheinlich gefangen genommen oder sonst irgendwas, weil man ist ja nicht da. Oder beziehungsweise Robin muss einen ja retten. Da ist einer der Polizisten. Läuft hier gerade sehr gut, muss man sagen. Perfekt. Und den auch noch, bevor er irgendwie meint, mich abballern zu müssen. Okay. Warum kann ich nicht einfach... Ah ne, das ist ein bisschen festes Seil. Mal sehen, haben wir hier irgendeine Steuerkonsole oder so? Naja, da ist es doch. Oder? Ah ja, doch. War das schon immer da? Ach, keine Ahnung. Ich dachte, da wäre wieder so ein Elektro-Dingens. Mal, den Kran hat man schon mal mit so einem Elektroteil gesteuert. Aber ich glaube, das war da wegen magnetischer Sache. Mit irgendeiner Magnetkraft oder so. Aber mir eigentlich auch egal. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Was ist passiert? Oh, den haben sie ganz schön verprügelt, ey. Es war ein Hinterhalt. Sie haben uns vor Stahlwerk gebracht und angefangen, uns zu verprügeln. Diese Bastarde haben die anderen weggeschafft und mich hierher gebracht. Verstecken Sie sich. Captain Obvious. Alles okay? Du willst nicht reden? Kein Problem, ich warte einfach hier. Okay, da komme ich garantiert nicht weiter, wenn das zu ist und kaputt gemacht. Das heißt, ich muss woanders lang. Ich guck mal auf die Map. Steht hier irgendwas? Nö. Tür verschlossen. Und hier geht es auch nicht lang. Das heißt, es gibt eigentlich nur den Weg zurück. Also nach draußen. Das heißt, ich werde das jetzt mal machen. Ich werde nach draußen gehen und mal gucken. Ich befinde mich vor den Toren von Arkham City, wo nur Wochen nach den schrecklichen Geschehnissen, die ganz Gotham erschüttert haben, erneut das Chaos ausgebrochen ist. Vor wenigen Minuten wurde ich Zeugin, wie Batman höchstpersönlich mit Commissioner Gordon vom GCPD sprach. Worum ging es in dem Gespräch? Uns erreichten Berichte darüber, dass Polizeibeamte vermisst werden. Und wenn man die Fassaden der Gebäude von Arkham betrachtet, liegt der Verdacht nahe, dass Harley Quinn ihre Finger im Spiel hat. Quinn wurde in der Nacht aus Arkham City verlegt, als ihr Freund Joker starb. Einem von der Stadt in Auftrag gegebenen psychiatrischen Gutachten zufolge, war sie dabei, und ich zitiere, total durchzuknallen. Quinn ist vor 3 Tagen aus der provisorischen Gefangenenanstalt entkommen. Allem Anschein nach hält sie sich im Augenblick ganz in meiner Nähe auf. Zurück ins Studio. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal in der Art, was passiert ist.
Mein, okay. War nicht schwer rauszufinden. Dass die jetzt total jeck wird, nachdem der Joker tot ist. Naja, ich meine, ich denke mal, das war klar, also. Wo sind die Bullen hin? Harley hat sie verlegen lassen. Wohin? Weißt schon wo. Wo zum Geheimen? Halt die Fresse, Idiot. Okay, ich muss jetzt in irgendeinen geheimen Ort. Was davon mitbekommen. Denk drüber nach. Was wäre, wenn irgendeiner eins dieser Mikrofondinger angezapft hat oder Batman uns hört? Willst du derjenige sein, der Harley sagt, dass er Mist gebaut hat? Das Tja, glauben Sie, dass Batman da ist? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, ich muss jetzt einen Sniper hier. Na egal. Der tut einfach die Rauchbombe immer werfen und das nervt etwas, dass er die immer automatisch wirft, mehr oder weniger, weil man ja eigentlich die rechte Maustaste für andere Sachen braucht. In anderen Worten, hat man keine Wahl, als das Ding zu werfen. Ist auch passiert. Die Bullen sind erledigt. Gut, den habe ich effektiv ausgeschalten. Perfekt, jetzt ist das ja auch weg. Hier drüben kämpft jemand. Okay. Machen wir die alle mal. Ach, verdammt, den habe ich jetzt nicht gesehen. So, perfekt. Jetzt mal gucken, wo muss ich eigentlich hin? Ich muss die wahrscheinlich verhören. Das könnte natürlich sein. Du wirst hier sterben, Batman. Aua. Wie macht man nochmal den Schildmensch weg? Ey, das habe ich voll vergessen. Das habe ich übel vergessen. Das wird wehtun, bescheuerte Fledermaus. Ich habe es richtig krass vergessen, wie man den behinderten Schildtyp wegmacht. Shit, was mache ich jetzt? Ah, danke. So, jetzt. Okay. Ich dachte, man müsste die vielleicht verhören, weil die davon anscheinend wissen. Die Schläger haben sich über die vermissten Beamten unterhalten. Wenn sie hier waren, haben sie vielleicht Spuren hinterlassen, denen ich folgen kann. Okay, so geht's natürlich auch. Dann lass mich das doch scannen oder so. Einem Polizisten. Vielleicht habe ich hier Hinweise darauf, wo man ihn hingebracht hat. Ich sollte den Tatort untersuchen. CCPD-Beamte haben sich unverzüglich zurückzuziehen. Damit meine ich sofort. Keine Heldentaten, verstanden? Ich habe da schon zu viele Männer. Dieses Blut stammt von dem Polizisten. Okay. Ich sollte ihm folgen, um herauszufinden, wo er hingebracht wurde. Ja, dann los. So, erstmal den Typ wegmachen. Okay, ich dachte, der fällt vielleicht um, aber naja. Okay, dann los, weiter geht's. Mein arg viel gibt's ja nicht, das heißt, es dürfte auch nicht so weit weg sein, hoffentlich. Ich habe auch schon viele Sniper wieder ausgeschalten, also ich denke mal, ich werde relativ ungestört dahin kommen, hoffentlich.
Außer natürlich die beiden bewaffneten.